Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Neben SimCity, oder endlich nach SimCity, das nächste Let's Play. Ja, wir spielen I Am Alive. Ein sehr, sehr schönes, atmosphärisches, postapokalyptisches Spiel. Passt hundertprozentig auf meinen Kanal. Und ich find's sehr geil. Ich hab's ungefähr die ersten 30 Minuten gespielt. Und ab dann ist es blind. Und ja, wir fangen einfach mal an. Und ich sag so viel, das Spiel ist ziemlich auf Story ausgelegt. Deswegen gut zuhören, ne? Also, neues Spiel, einfach, ja, wollen wir, nein, wir machen normal, wir sind ja keine, nein, wir machen normal, so, wir sind ja keine Pussys, und los geht's, und erstmal laden, so, Maustaste gedrückt halten, um schneller zu rennen, also, nee, antippen, ah, ich freue mich, schon noch ein paar Infos. Ja, erinnert mich ehrlich gesagt an das eine da, das was PlayStation exklusiv war. Oh Gott, ich habe den Namen vergessen, wie peinlich. Boah, wie hieß denn das? Fuck. Ihr wisst, was ich meine. Das andere Apokalypse-Spiel mit Zombies und diesen Klickern und den Typen da, der, ne? Genau. Boah, wie heißt denn das? Meine Fresse. Und warum lädt das so lange? Test. I'm not sure the sound is working. Wow. It works. This is a little awkward for me, but if you found this, then that means... Anyway, if you could try to deliver this video recorder to my home. That's in Haventon, 27 Arbor Street. It's right in front of the park, and well, maybe, just maybe, someone will be there. Okay, this is basically my life. My backpack, climbing harness, flashlight, a couple of batteries, a pistol. I've never even fired a gun before. Anyway, there aren't any bullets in it, so... I can't believe I'm about to arrive. It's been almost a year now since the event. Only took me 4 hours to fly out east. Better part of a year to walk home. With any luck, I'll be back at our apartment in another couple of hours. I saw a lot of damage on the way here, but this looks different. There's more dust than anywhere I've seen. I wonder what it looks like inside the city. I know it's crazy, but I just have this feeling that I'll find you. Julie, without you and Mary, none of this makes any sense. Almost home. See you soon. So, und los geht's. Mit der, wie ich finde, zwar sehr düsteren, schwarz-weiß-artigen Grafik, die aber nicht ganz schwarz-weiß ist, finde ich auf jeden Fall sehr nice, der Grafikspiel und auch der Erzählstil mit dieser Kamera. Und so, jetzt geht's los. Wir gehen, weil wenn wir sprinten würden, würden wir Ausdauer verbrauchen. Das wollen wir nicht. Was mir aufgefallen ist, auch als ich das allererste Mal gespielt habe, es gibt hier, ich glaube aber, das ist nur am Anfang so, ein paar Mini-Ruckler. Ich weiß nicht, inwiefern man sie hier merkt. Naja, muss ich mal gucken. Ich weiß leider nicht, wie ich das wegkriege. Das ist anscheinend ein Fehler vom Spiel. Ich glaube aber, wie gesagt, die sind nachher nicht mehr so schlimm. So, jetzt lernen wir halt erstmal die Basics, wie wir gehen und so. Und ja, ich bin sehr gespannt auf das Spiel, wie sich das mal alles entwickeln wird. So, leer drücken und über den Abgrund zu springen. So. Ah, hier können wir klettern, alles klar. So. Ist auch erinnert an Assassin's Creed. Muss man schon irgendwie sagen. So, Klettern verbraucht Ausdauer und ich darf halt nicht zu viel verbrauchen, sonst stürze ich ab.
So, und, also, jetzt nach rechts. Der Grafikstil hat auf jeden Fall was, auch mit diesem Kamerarauschen. Erinnert irgendwie an Apocalyptica Story, oder? Ein bisschen. So. Hier kann ich hoch. Okay. Jetzt regeneriert sich meine Ausdauer wieder. So. Wenn ich gedrückt halte, kann ich schneller gehen. Und wenn ich die ganze Zeit drauf drücke, dann kann ich rennen. So, fallen lassen. Steuerung ist ein bisschen ungewohnt. Ist jetzt, finde ich, nicht so typisch für so ein Spiel. Aber machbar. So. Ich spiele aber auch nicht oft solche Kletterspiele. Also es ist ja nicht nur ein Kletterspiel, ist aber auch ein großer Bestandteil. Spiele ich aber auch nicht oft. Deswegen muss ich da wahrscheinlich selber erstmal reinkommen. Was mache ich denn? Ich lasse mich fallen, falsche Taste. Entschuldigung. Nochmal. So, leer war das. Jawohl. Okay, ich glaube hier, oder? Ich weiß es nicht. Nee, andere Richtung. Komm, schneller. So. Ja, wieder da hochklettern. Jetzt habe ich so einen super Sprung gemacht. Der hat mir mehr Ausdauer gebraucht, als ich brauche. Naja. Was ich ein cooles Feature von dem Spiel finde, die haben ein paar originelle Ideen reingebracht. Unter anderem, dass man, obwohl ich will es nicht verraten, das seht ihr noch, das seht ihr noch. Ich komme drauf zurück, wenn es passiert ist. So. Erstmal gehen lassen. So, die Sunflares konnten auch nicht übertriebener sein. So. Keine Sorge, die Klettereinlagen sind bald vorbei. Fand ich am ersten Mal auch langweilig. Also, ich nehme es euch nicht übel, wenn ihr es überspringt oder sowas. So. Aber es ist wohl erstmal, um in die Steuerung reinzukommen. Die haben keine Ausnahme mehr, um eine extreme Anstrengung auszuführen, wenn der Kreis rotiert. Schützen. Ja, okay. Komm schon, extreme Anstrengung. Extrem. Okay. So. Ja, okay, die verbrauchen halt die Ausdaueranzeige und mit C kann ich Ressourcen. Das ist mein Inventar. Da kann ich halt jetzt was essen oder so. Zack. Aufgefüllt. So. Well, it's still standing. Ja, ein paar bessere Tage hat die Stadt bestimmt schon mal erlebt. Kann ich mir vorstellen. So, und dann immer schön die Finger verbrennen. Ist ja an sich wie ein Schmirkelpapier runterrutschen. Macht auch Spaß. So. Die Kamera fühlt sich manchmal ein bisschen hakelig an, wenn ich rumgucke. So, mit leer springen. Okay, bald haben wir es anscheinend geschafft. Ja, ich sehe schon. Oder? Hier drauf hätte ich jetzt... Oder hier? Nee. Ach ja, genau. Hier an die Leiter. Oder erstmal hier dran. So, hier runter. Mir fällt einfach der Name von diesem blöden Spiel nicht ein. Mein Gott, warum vergesse ich den? Das ist eins der Spiele, die mich total umgehauen haben und ich vergesse den Namen. Ihr wisst aber alle, was ich meine. PS3 exklusiv kam vor kurzem erst raus. Super, stimmungsvoll, atmosphärisch.
und so weiter. Also zum einen erinnert mich das daran und an The Walking Dead auch ein bisschen, obwohl es halt jetzt nicht mit Untoten ist oder Zombies, aber von Grafikstil auch so ein bisschen. So. Jetzt haben wir es gleich. Da hinten ist schon fertig. Muss ich da runter? Kann das sein? Rutschen! Ah ja, ich sehe schon. Yay! Keine Geduld, einfach rennen. Ah. Ich muss mehr Geduld üben. Das geht so nicht. So, hoch mit dir. Ja, hört sich nach einem Plan an. Ja, nochmal kurz runter gucken. So. Lalala. Das kann ja nur gut gehen. 3 Wiederholungen. Wenn wir sterben, wiederholen, also können wir das notfalls wiederholen oder wenn wir irgendwas verkacken, können wir es so zurückspulen. Ein bisschen wie bei Prince of Persia. Ein bisschen. Und naja. Ist auf jeden Fall ein cooles Feature. Oh. I don't want any trouble. I'm already gone. That's it. Just keep right on walking. Das Tolle an dem Spiel, das seht ihr immer noch. Das seht ihr auch noch. Das brauche ich eigentlich gar nicht erklären, das ist selbst erklären, sobald es passiert. So, eine Karte haben wir auch. So sieht die aus. Mhm, interessant. There's a lot of dust down there. Pretty thick. Ah, das finde ich auch. Alter. Halt die Fresse. So, jetzt wird's spannend. Ja, harte Welt, harte Welt. Wie das halt so ist in der Apokalypse, ne? So, nächstes Ziel wäre da. Müssten wir hin.